Station Area. Liebes Publikum, können Sie sich vorstellen, dass es einen Traktor gibt, der Sie in allen denkbaren Situationen, im Sonderkulturen, genauso wie im Kommunalbereich unterstützen kann? Mein Name ist Florian Sporer und ich werde Ihnen genau diese Maschine jetzt vorstellen. Unseren Frontetto CVT. Genau. Ganz genau. Meine Damen und Herren, wir haben hier eine Maschine, die hat 17 verschiedene Modelle innerhalb der Frontetto-Serie. Das bedeutet, wir haben zwei verschiedene Kabinenbreiten auf drei verschiedenen Plattformen. Das Ganze bietet uns natürlich dann im Endeffekt unendliche Möglichkeiten für jeden denkbaren Einsatz. Dieses ganze System werde ich Ihnen in ein paar Highlights jetzt vorstellen. Ja, unsere Maschine braucht einen Antrieb. Das erste Highlight hier, unser Fahrmotion-Motor, unser coming outside again. From somewhere here. I don't know where it comes from. I'll show you the inside of the wheel. Maximale Leistung die Maschine einzustellen oder für maximale Effizienz, je nachdem in welchem Aufgabengebiet wir uns bewegen. So, die Maschine kann auch mit 3- und 4-Zylinder-Motoren ausgestattet werden. So, was bedeutet das für uns als Landwirt in der Praxis? Wir können die Maschine entweder mit dem geringsten Wenderadius fahren, als Dreizylindermaschine mit 2,9 Litern Hubraum oder bis zu 115 PS aus einem Vierzylindermotor rausholen für maximale Leistung und das Ganze bei 3,9 Litern Hubraum. Das kann auf dem Markt der Schmalspurtraktoren so keiner wie wir das machen. Unsere Abgasnachbehandlung findet ohne Ebbe und ohne Partikelfilter statt. Das Ganze bedeutet, wir haben geringsten Wartungsaufwand bei bester Abgasnachbehandlung. Man fragt sich, wo spielt sich denn das Ganze ab? Bei uns unter der Motorhaube. Kompaktes System integriert in den Fahrzeugaufbau, somit keine Sichtbehinderungen in irgendwelche Richtungen und auch keinen verengten Anbauraum, beispielsweise für den Zwischenachsbetrieb. Wir können Zwischenachsanbaugeräte links, rechts, überall, wo wir denn gerade wollen, montieren, ohne dass uns ein Abgasnachbehandlungssystem, das außen liegt, neben dem Motor montiert ist, daran behindert. Wenn das alles unter dem Motorhaube ist, fragt man sich natürlich, wie sieht es dann mit der Wartung aus? Ganz einfache Antwort.